Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Marketing effizienter gestalten. Ja, hi, auch von mir. Genau, mit mir oder bei mir ist der Michi Müller, aka Genau. Hi, MJ. Steffi. Er leitet bei uns das Marketing und er wird heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie er das Marketing zusammen mit dem Team bei Foundify effizienter gestaltet hat. Genau. Ich würde euch zuerst ein kurzes Intro geben, was Foundify genau ist, wer wir sind. Dann spricht der Angel über die Challenges, die wir hatten in der Vergangenheit. Und dann würde ich euch eine kurze Demo zeigen, wie man es lösen könnte, beziehungsweise wie wir es bei uns gelöst haben. Und danach, wenn wir noch Zeit haben dieses Mal, noch Questions and Answers, genau. Sonst, wenn Fragen von euch kommen, die wir nicht jetzt im Webinar beantworten können, dann nehmen wir das Ganze natürlich offline. Also die werden nicht vergessen. Cool, dann würde ich sagen, starten wir. Was ist Frontify oder besser gesagt, wer ist Frontify? Ein paar Facts zu uns. Wir sind ein Schweizer Unternehmen, vielleicht manche haben es nicht gewusst. Wir sind hier in der superschönen Ostschweiz zu Hause. Wir sind 2013 gegründet worden. Wir haben mittlerweile ein Office eben hier in St. Gallen, das ist das Headquarter. Wir haben ein Office in Frankfurt, im schönen Deutschland, und haben gerade unser New York Office sozusagen die Türen geöffnet. Und genau aus diesen Gründen heraus ist wirklich auch diese Challenge entstanden, die Angel heute beschreiben wird, durch das Wachstum, durch die Dezentralisierung. Wir haben mittlerweile über 90 Mitarbeiter eben an diesen verschiedenen Standorten. Wir wollen weiterhin sehr stark wachsen und natürlich bringt es einige, ja, sage ich mal, natürlich sehr viele gute Sachen mit sich, aber auch einige Herausforderungen. Ja, hier nur ein kleiner Kundenauszug, wer unsere Kunden so sind. Wir sind recht sektorunabhängig. Das heißt, es kommt eigentlich gar nicht darauf an, ob ihr ein Brand aus den Financial Services, aus dem Bankenumfeld oder aus der Bauindustrie seid. Wir denken wirklich, wer eine starke Marke hat, sollte wirklich mit Frontify arbeiten. Was uns wirklich treibt oder unsere Mission, wie man es so schön sagt, ist, dass wir wirklich die beste und benutzerfreundlichste Markenmanagement-Plattform bereitstellen. Eine Plattform, die es jedem im Unternehmen wirklich ermöglicht, überzeugende und konsistente Markenerlebnisse zu schaffen. Und ich glaube, das und auf das kommen wir auch immer wieder zurück. Das ist genau der ausschlaggebende Punkt, warum wir mit Frontify arbeiten und warum, beziehungsweise wie es dann MJ und sein Team auch geschafft haben, viel effizienter zu arbeiten. Genau, was ist Frontify? Es besteht aus verschiedenen Modulen und wenn man jetzt von der linken Seite mal anfängt, ich sage mal so, die Basis oder das Fundament ist immer der Style Guide. Hier kannst du mal deine Marke, sage ich mal, dokumentieren, CD, die Markenrichtlinien hinterlegen. Dann kommen die ganzen Images, die Media Assets hier. Icons etc., verschiedene Bibliotheken, aber auch sag ich mal, die digitalen Komponenten, die oft in früheren PDF-Guidelines ja komplett ignoriert worden sind. Also alle deine Patterns für die Abrichtlinien etc. Und wenn wir dann die ersten drei Module haben, so diese mehr Dokumentation, gehen wir dann in den Bereich, okay, jetzt haben wir die Marke dokumentiert, jetzt wollen wir damit arbeiten. Jetzt sind wir in neuen Designprojekten, kreieren neue Designs, aber greifen immer wieder auf diese Markenrichtlinien zurück, damit wir konsistent bleiben. Und es geht mittlerweile so weit in diesen Publisher hinein, wo wir wirklich dann zurück zur Mission kommen, wirklich jedem im Unternehmen die Möglichkeit geben, diese markenkonformen Marketing-Kollateral zu erstellen. Aber MT wird euch da jetzt viel mehr erzählen Genau, drüber. aber es ist schon sehr schön aufgezeigt, dass also ich glaube, vor allem der Teil mit den Dokumentationen, die dann rübergehen ins Arbeiten mit der Marke und jedem das zu ermöglichen, das ist schon ein Keystück von Frontify jetzt auch für uns im Marketing, wie du es so eben gesagt hast. Aber vielleicht kann ich noch mal kurz aufzeigen, was die Challenges waren, aber jetzt auch nicht unbedingt hier bei Frontify, sondern auch bei vorherigen Arbeitgebern kann man immer
immer schön nochmal irgendwie so Revue passieren lassen, zurückschauen. Gewisse Dinge sind noch aktuelle Challenges oder wo wir gerade aktuell dran arbeiten. Was ihr vielleicht noch nicht wisst, ist, dass wir aktuell so einen Brand Reboot arbeiten. Ja. Da geht es darum, dass wir die Marke so auf ein neues Level bringen, das auch irgendwie so widerspiegelt, wer wir jetzt sind, von der Größe, von unserer Vision, die sich ja nicht so groß verändert hat, aber einfach nochmal so ein bisschen eine mature Marke so quasi auf den Markt zu bringen. Und da hat uns natürlich Frontify auch sehr stark geholfen im ganzen Prozess. Dazu wird es dann aber auch in ein paar Wochen nochmal ein separates Webinar von unserem Brandmanager Willem geben, der euch dann zeigt, genau wie wir damit gearbeitet haben und auch so ein bisschen hinter die Kulissen zeigt des Rebrandings. Wer es von euch vielleicht noch gar nicht gemerkt hat, wir haben eine neue Webseite. Also check it out, ja, genau. Wer es noch nicht gesehen hat, da sieht man es sehr schön, aber ja, ins Kleine. Perfekt. Also Herausforderung 1 ist eigentlich, dass Assets sehr oft dezentralisiert sind und da spreche ich jetzt nicht nur von Design-Assets, sondern wirklich auch von Guidelines, von Copy, die wir da benutzen. Und da ging es wirklich darum, unsere Libraries und unsere Guidelines zu leveragen, um hier Effizienz zu steigern. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Für mich im Marketing ist es extrem wichtig, dass ich immer weiß, bei verschiedenen Brand-Assets, was der Freigabestatus ist. Also wir haben zum Beispiel viele Design-Iterationen mit unserem Design-Team, wo ich dann wissen muss, ist das etwas, was ich schon in der Kampagne verwenden darf oder ist das vielleicht noch on hold oder gibt es da noch irgendwie eine Reiteration? Und das ist immer schwierig, wenn Dinge einfach in Folders liegen, also in irgendwelchen Ordnern, wo ich nicht weiß, was ist jetzt der aktuelle Status, ich sehe nicht, was aktuell diskutiert wird. Und das erschwert mir das Leben enorm, weil ich dann nicht vorwärts arbeiten kann. Wir haben jetzt zum Beispiel auch gewisse Themen, wo wir eine größere Runde machen wollen, auch von Leuten, die das absegnen, in Anführungs- und Schlusszeichen, weil es vielleicht ein bisschen strategischer ist oder weil es ein Asset ist wie ein Video, das man, wenn es mal live ist, nicht so schnell wieder verändern kann. Und dann natürlich auch die ganzen verschiedenen Standorte mit einbinden. Genau, das noch. Und da ist dann halt irgendwie so der Punkt, wo es extrem Sinn macht, irgendwie wirklich eine zentrale Library zu haben. Der zweite Punkt, den ich vorhin schon so ein bisschen angetönt habe, sind die Textbausteine. Also was wir jetzt wirklich aufgebaut haben, auch jetzt ein Brand Reboot, ist so eine Text-Library, wo wir wirklich, sag jetzt mal, Produktbeschreibungen in verschiedenen Längen abgelegt haben, wo wir aber auch so gewisse Copy, die wir an verschiedenen Orten benutzen, wie in White Papers, wie in Präsentationen und so weiter, hinterlegt haben. Und das Schöne ist, dass wir die so wiederverwenden können. Heißt nicht, dass wir die nicht abändern können, am einen oder anderen Ort, um einen Twist reinzubringen. Aber es geht darum, dass wir wirklich über alle Kanäle konsistent kommunizieren. Und das erleichtert uns das Leben natürlich enorm. Auch wenn ich zum Beispiel so eine Präsentation erstelle, kann ich auf diese Text-Library zurückgreifen, was das Ganze einfacher macht. Ja, viel effizienter. Genau. Aber vielleicht hier nochmal kurz zusammengefasst. Das Schöne ist, wenn man Assets oder auch Copy in diese Libraries ablegt, dass die dann sehr gut auch wieder auffindbar sind. Also ich kann die dann im Hintergrund taggen, kann zum Beispiel sagen, das sind Bilder, die wir für unsere Sommerkampagne benutzen wollen. Ich kann die danach suchen. Ich kann zum Beispiel auch mit diesem Conditional Search kann ich hingehen und sagen, ich hätte gerne das White Paper in diesem Format, DIN A4 in Deutsch. Und es wird mir gerade angezeigt, was wir da zum Beispiel haben an Material. Das hilft nicht nur mir im Marketing, aber auch wahrscheinlich vielen Leuten im Sales oder im Customer Success, die dann so einfacher wissen, was vorhanden ist oder auch zu uns zurückkommen können, falls ihnen im Marketing Material fehlt, wir das dann aufbereiten können. Genau. Dann Herausforderung 2, ich glaube, das kennt jedes Unternehmen, ist Projektorganisation. Und hier vor allem auch zentralisierte Projekte, die wir da eingeführt haben, um eben auch alles wieder auf eine Plattform zu bringen. Painpoints sind ganz offensichtlich, Dokumente, die auf verschiedenen Plattformen sind, Projekte, die auf verschiedenen Plattformen geführt werden. Auch hier wieder Designfreigaben, die man irgendwie nicht nachvollziehen kann. Und wahrscheinlich der größte Punkt ist, dass man Feedback via E-Mail kriegt, via Slack kriegt, auf dem Flur. Ja. Das ist vor allem dann wahrscheinlich eines der größten Probleme, wenn man über verschiedene Offices arbeitet, dass zum Beispiel die Kollegen in Deutschland vielleicht nicht mitbekommen, die so ja, ein gewisses White Paper nochmal angepasst haben.
Und da kommt eben auch wieder Frontify ins Spiel. Also wir haben einen zentralen Ort, wo die ganzen Projekte drin sind, wo wir an der Marke arbeiten, wo wir aber auch im Marketing arbeiten. Ich kann da meine eigenen Projekte sehen oder aber auch mich einladen lassen zu Projekten von Kollegen, wo ich vielleicht eher passiv so ein bisschen mitschauen möchte, was da passiert, einfach für mich, um so up to date zu bleiben, wo ich dann vielleicht E-Mail-Notifications kriege und mal schauen kann, was gerade so im Brand passiert oder was bei Sales passiert, was mir extrem viel hilft, weil ich kann dann zu Leuten gehen und widersprechen, falls ich Infos brauche oder die gleich direkt auf Frontify anschreiben, nach Feedback fragen und so weiter. Also es hilft extrem. Ja, genau. Also das Schöne ist wahrscheinlich noch, dass wir, was ich hier noch niedergeschrieben habe mit den Smart Foldern, die wir da im Einsatz haben. Also ich kann zum Beispiel dann wirklich bei gewissen Foldern einen Status hinterlegen, sagen, alle Files, die da reingeworfen werden, sind grundsätzlich mal on hold. Ich werde dann notifiziert und kann mir die anschauen und dann approven als Marketing-Lead, was mir das Leben auch vereinfacht. Genau. Cool. Challenge Nummer 3, da sind wir schon bei den Freigabeprozessen. Und da benutzen wir dann eben, das geht jetzt Hand in Hand mit den Smart Folders, da benutzen wir unsere Workflows. Aber vielleicht zuerst noch mal kurz zu den Pain Points. Undurchsichtige Freigabeprozesse, keine automatisierten Update-Prozesse, also wie kriege ich mit, woran gearbeitet wird, falls ich was approven muss, wenn was im Design ist. Das sind alles Dinge, die mir natürlich extrem helfen, wenn ich das mitkriege, auch wenn nur passiv. Dann weiß ich, wenn ich vielleicht nochmal ein Asset kurz vorm Approval ist, dass ich da nochmal reinschauen kann. Und dann natürlich irgendwie so die Workflows, die wir intern jetzt aufgebaut haben. Ich sage jetzt mal, dass jetzt etwas in Review ist oder mal grundsätzlich als Idee reingebracht wird, dann erstes Konzept gemacht wird, dann vielleicht die ersten Wireframes, wenn es jetzt um die Webseite geht, kreiert werden, dann ins Design geht, mit den Entwicklern nochmal kurz gecheckt wird, ist das überhaupt vom Design her realistisch, können wir das machen, ist das auch mobile responsive umsetzbar und so weiter, bis hin dann zum Live-Gang. Die Prozesse, die verbessern sich über den Weg konstant, weil man halt merkt, dass vielleicht hier noch ein Zwischenschritt nötig wäre. Und das Schöne ist, dass wir mit Frontify dann diese Workflows wirklich abbilden können, die dann auch anpassen können jeweils und dann noch weitere Tasks reinnehmen können oder weitere Lanes, falls wir sehen, dass das nötig ist. Jetzt kommt hier gerade eine Frage rein. Wir sprechen ja jetzt meistens von den drei Offices, die wir hier einbinden in diese Workflows. Die Frage hier ist, könnten wir natürlich auch externe, können auch externe Mitarbeiter eingebunden werden? Also können auch hier wirklich die Agenturen, wenn man mit externen Agenturen schafft, also die können. Ja, das ist, also wir haben zum Beispiel gewisse Projekte, wo wir mit externen oder mit Freelancern zusammenarbeiten. Und das Schöne ist, dass ich da so quasi auf Projektebene weitere Leute hinzu einladen kann. Ich kann dann auch entscheiden, dürfen die Guidelines überhaupt sehen. Oder ich kann in den Guidelines mittlerweile auch targeten, dass sie nur bestimmte Inhalte sehen. Also dass sie zum Beispiel Zugriff haben auf die Text Library, falls mit einem, ich sage jetzt mal, Text Copywriter, Freelancer zusammengearbeitet wird. Oder falls jemand, der im Design ist, kann ich dem Zugriff geben auf den visuellen Aspekt der Guidelines, auf das Projekt einladen. Wir haben da auch eine Funktionalität, die so quasi nur den temporären Zugriff auf ein Projekt zulässt, also dass ich wirklich sagen kann, wir arbeiten mit der Person bis Ende Mai, danach muss quasi nochmal erneut angefragt werden, ob die Person das Projekt joinen kann. Und das Dritte, was auch für den Enterprise-Sektor noch da ist, sind so quasi Approval oder Requests für den Zugriff auf die Plattform, wo man noch so einen Zwischenlayer einbauen kann, wo dann nochmal jemand zentral quasi entscheiden kann, ob Leute auf das Projekt zugreifen dürfen oder Schön. nicht. Also du kannst dann quasi als Projektowner kannst du einen Grund angeben, die Person möchte auf dieses Projekt zugreifen wegen, und dann kannst du einen Reason angeben und das erscheint dann bei der Person, die Zugriffsrechte approved in einem zentralisierten Dashboard, wo die Person dann entweder rejecten kann, also quasi den Antrag ablehnen kann, in dem Sinne mit einer Begründung, weil man vielleicht nicht genau weiß, wer das jetzt ist oder wieso, dass die Person auf das Projekt zugreifen sollte oder halt den Zugriff auf das Projekt geben. Genau. Aber grundsätzlich, long story short, ja, das geht, das Frontify wirklich extrem flexibel auch. Ja. Cool, schön.
Genau, also nochmal hier, wir haben diese Workflows, was eigentlich so ein bisschen ein Kanban-Board ist, wo ich die verschiedenen Lanes habe, wo ich die strukturierten Prozesse habe, die ich laufend verbessern kann, wo man auch schon Tasks per Lane vordefinieren kann, was euch Steffi nachher noch kurz zeigen wird in unserem Beispiel. Und genau, das hilft mir natürlich extrem im Freigabeprozess. Und dann kommt noch der letzte Teil, das Design Rollout, und da ist der Publisher relativ neu zur Frontify-Familie dazugestoßen. Mhm. Also wirklich so ein Produkt, das dir hilft, markenkonsistente Design-Assets zu kreieren aus Templates, wo halt ein Designer wirklich ein schönes Template machen kann, das definieren kann, was noch anpassbar ist, was nicht mehr anpassbar ist, das dann wirklich auch Non-Designern hilft, On-Brand Collaterals zu erstellen. Aber vielleicht nochmal zu den Pain Points zuerst. Also wir haben verschiedene Leute im Marketing-Team, die natürlich sehr designaffin sind, aber schlussendlich dann doch keine Designer. Und ich bin selbst, wenn ich eine Präsentation oder sonst was mache, ein Asset für eine Social Media Campaign. Also sehr froh, wenn ich eine gewisse Guidance habe, wie ich das designen soll, und je weniger ich quasi falsch machen kann, desto besser. Das zweite Problem ist, dass wir an einem Punkt waren, wo dann halt wirklich viele Leute wie InDesign-Lizenzen auf den Arbeitsplätzen hatten oder schlussendlich auch Sketch, was natürlich sehr teuer kommen kann, je größer man wird. Beide sehr coole Tools, ich möchte sie nicht abwerten, aber ich glaube, es brauchen nicht alle den vollen Funktionsumfang der Applikation. Deshalb macht es Sinn, dass bei gewissen Leuten der Publisher in den Einsatz kommt. Mhm. Dann natürlich inkonsistente Marketingmaterialien. Je mehr Leute du hast, die an Kampagnen arbeiten, die an Designs arbeiten, desto mehr geht das auseinander. Das sind dann manchmal kleine Dinge wie irgendwelche Bilder, die verwendet werden, die man nicht hätten, ja, die nicht verwendet hätten sollten. Oder irgendwie, wie stellt man sicher, dass nur Bilder verwendet werden, die, wo man auch bezahlt hat für etc. Also das ganze Licensing-Thema, das da noch mit reinkommt. Ein Riesenthema. Genau. Ja. Und halt so Designprozesse mit Back and Forth, kannst du dir das vorstellen? Irgendwie eine Grafik, die man erhält, man dann Copy einfüllt, man merkt, oh, das geht nicht vom Design, wieder eine Mail zurückschreibt an den Designer, Designer sich das nochmal anschaut, vielleicht nochmal was Kleines anpasst, man das hochlädt, dann irgendwie nochmal. Also es gibt da wirklich so X-Iterationsschleifen, die man eigentlich nicht haben möchte. Mhm. Und da kommt dann eben genau Publisher in den Einsatz. Also ich kann das Designer nochmal kurz erklärt ein Template aus InDesign oder aus Sketch hochladen. Sketch für den Online-Case, InDesign für den Print-Case. Ich kann dann definieren, welche Bilder aus der Media Library, die wir jetzt nicht so genau angeschaut haben. Was ihr dazu mehr wissen möchtet, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben nach dem Webinar. Aber aus der Media Library herausziehen kann, wo ich definieren kann, welche Textbausteine noch angepasst werden dürfen, welche nicht. Also wirklich so pro Layer, wenn man ein bisschen InDesign und Sketch kennt, kann ich entscheiden, ist der gelockt, gesperrt oder nicht. Und meistens habe ich dann noch so zusätzliche Informationen, wo ich quasi festlegen darf, inwiefern das noch angepasst werden darf. Also zum Beispiel Textfarbe, ja, aber nur in den drei Farben, die wir in den Guidelines schon festgehalten haben. Da geht es wieder zurück in den Guidelines. Genau, das ist dann die Verbindung zu den Guidelines wieder da. Und ich kann das quasi dann als Template in Frontify publizieren, zum Beispiel als Facebook-Post. Und als Non-Designer kann ich dann hingehen, kann mir das Template aufmachen, kann Anpassungen darin vornehmen, um mir dann auf einfache Art und Weise ein PNG oder ein JPEG oder ein PDF in der Qualität, die ich brauche, herunterladen. Aber das wirst du, glaube ich, genau, das zeige ich dann noch. Genau. Ja, da sind wir schon an dem Punkt. Mhm. Ja, grundsätzlich nochmals, also ich glaube, uns hat Frontify sehr stark geholfen, wenn ich das vergleiche mit früheren Arbeitgebern, in diesem ganzen Prozess, in dieser Vernetztheit von Guidelines über Media Library, über das Publisher-Thema und Workspace, halt alles an einem zentralen Ort zu haben. Wir haben ja auch extrem viele Integrationen zu Drittsystemen, genau, wo auch noch weitere kommen werden. Und mir hilft das halt einfach, als eine zentrale Plattform zu haben, mit all den und trotzdem mit all den Design-Tools zum Beispiel arbeiten zu können, die ich mag und die ich kenne. Cool. Ja. Vielen Dank dafür. Gerne. Ich hoffe, ich kann euch jetzt mal zeigen, wie das Ganze so in Action aussehen könnte.
Dafür bin ich jetzt kurz rüber in meinen Browser und habe diese wunderschöne Coverpage aufgeschaltet. Ihr seht hier Monobrand, das ist unsere fiktive Brand, die wir erstellt haben, um gewisse Teile von Frontify öfters zu showcasen. Also das, die Monobrand gibt es nicht wirklich. Wie der MJ schon gesagt hat, im nächsten Webinar werden wir euch dann mehr zeigen über unser internes Frontify Brand Portal. Wird euch der Willem, unser Brand Manager, ein bisschen mehr zeigen. Heute würde ich es aber weiterhin an der Monobrand nochmal demonstrieren. Also sagen wir mal, ich bin jetzt jemand im Team vom MJ, habe gerade neu bei der Frontify angefangen. Ich würde jetzt erstmal meinen Browser aufrufen und mal auf dieses Brand Portal gehen. Wie gesagt, komplett browser-enabled. Ich finde hier diese wunderschöne Coverpage, die man auch per Zielgruppe wirklich schön designen kann. Und hier sind jetzt schon verschiedensten Teile der Brand angeteasert. Hier kann ich auch schon so einen emotionalen Einstieg der Marke widerspiegeln. Wirklich wie eine Webseite, komplette CMS-Funktionalität hier drinnen haben. Wie gesagt, ich habe hier Bereiche, die Projekte hier angeteasert, Key-Bereiche der Brand-Guidelines, das Digital Asset Management. Ich kann auch hier neue Kampagnen etc. hier anteasern. Wie gesagt, unsere Portale sind alle mehrsprachig. Ich könnte hier jetzt auch in meine Preferred Language Englisch umstellen, wenn ich das wollen würde, oder Französisch, wie auch immer. Und ich habe natürlich auch hier eine Volltextsuche. Ihr könnt jetzt gleich hier abspringen und einfach zum Beispiel nach meinem neuesten Logo suchen und gleich rein navigieren. Aber heute machen wir es mal anders. Ich springe hier oben über die Navigation weg. Ich habe mir jetzt diese schöne Coverpage mal angeschaut. Jetzt gehe ich mal in die Guidelines rein und führe mir mal so diese, sage ich mal, das Key-Konzept und die Mission dieser Monobrand zu Gemüte. Was ist die Brand? Was macht die Brand aus? Habe hier schon mal ein paar Basic Aspekte, wie zum Beispiel die Farben, die hier hinterlegt sind, meine Farbpaletten mit den verschiedenen Shadings, die ich hier anwenden soll oder darf. Könnte mir hier jetzt gleich ein Color Swatch runterladen. Ich habe hier verschiedensten Möglichkeiten der Guidelines. Habe hier meine Typografie zum Beispiel auch hinterlegt, könnte die entweder hier jetzt auch gleich zum Download anbieten oder könnte jetzt jemanden aus dem Marketing-Team kontaktieren, dass mir das Download-Package zur Verfügung stellt, damit ich die dann auch auf meinem Rechner installieren kann, damit ich dann auch mein Marketing-Kollateral dementsprechend erstellen kann. Ich habe hier weiter dann Informationen über wie Fotos, wie Images, Package-Shots aussehen sollen, wie der Lichteinfall sein soll, wirklich die Do's und Don'ts hier nochmal angezeigt. Hier habe ich hier nochmal wirklich für Social Media Publications, was sollen wir machen, was sollen wir wirklich nicht machen zum Beispiel, ist ein großer Punkt. Das kann ich alles hier definieren. Ich kann dann weitergehen, habe hier wirklich jetzt meine Logos, kann hier wirklich Logo-Packs herunterladen. Wieder geht es ums Design, wenn ich Präsentationen mache etc. Ich kann hier, habe hier meine Icon Library zur Verfügung, hier kann ich Icon Packs erstellen, die ich hier wieder runterladen kann, die ich dann wieder verwenden kann. Es ist wirklich alles, wie MJ gesagt hat, auf dieser zentralen Plattform verfügbar. So muss der User, der wirklich jetzt komplett Neues zu Frontify oder auch Experienced User, die schon lange bei Frontify sind oder im Unternehmen, wirklich immer wissen, sie müssen nur auf diese Plattform gehen und alles ist da. Mhm. Und wirklich auf Fingertipp wirklich verfügbar. Und es macht auch Spaß, damit zu arbeiten. Ich wollte gerade sagen, also Collections Design ist meiner neuesten Lieblingsfeatures, weil es halt wirklich erlaubt, irgendwie eben kampagnenspezifisch zum Beispiel Assets zur Verfügung zu stellen. Also wieder das Beispiel mit der Summer Campaign, wo ich dann Bilder hereinschmeißen kann, die ich davon verwenden möchte. Oder auch hier ein schönes Beispiel bei den Collections für Icons, die wir vor allem zum Beispiel in Präsentationen nutzen möchten oder auch der Website. Also das, ja, ich kann es dir mal zeigen, vielleicht ganz kurz das gute Stichwort. In der Media Library zum Beispiel. Und das ist jetzt wirklich ein Dumm, das integriert ist in dieses Brand-Portal. Also der User muss jetzt nicht extra nochmal sich in irgendein Dumm-System einloggen, wo wieder, keine Ahnung, ein neues Username und Passwort braucht. Und ein neues User-Interface. Genau. bei uns ist er wirklich hier.
drin. Es ist ein ganz clean Look, wie man es vielleicht auch kennt von den großen Stock-Providern. Wir haben das absichtlich hier so gewählt, dass die User jetzt nicht mit irgendwelchen Navigationsbäumen konfrontiert wird, sondern hier wirklich einen clean Look hat, hier suchen kann nach seinen Stichwörtern, nach seinen Tags oder auch hier schon weiter runter drillen kann in den verschiedenen Metadaten-Packs. Es gibt auch Sachen wie konditionale Suchen, wie zum Beispiel in Asia kommt nochmal ein ganz anderer Facettenbereich hier aufgezeigt. Ich kann auch hier Drittprovider, also Unsplash, Getty Images mit in die Suche einbinden, wenn das der Superuser erlaubt, und könnte hier jetzt nach Assets suchen. Ich könnte aber auch, wie MJ gerade erwähnt hatte, mein Superuser haben mir hier so Collections zur Verfügung gestellt, zum Beispiel für die neue Facebook-Kampagne, und habe hier gleich den kompletten Pack zur Verfügung, könnte mir den jetzt downloaden zum Beispiel. Ist eine super Sache. Ich kann mir auch eigene Collections hier oben erstellen. Das sehe ich dann, das ist dieser kleine Toggle hier drinnen. Und die kann ich natürlich dann auch mit Leuten außerhalb der Organisation teilen. Wieder Stichwort mit Agenturen zum Beispiel hier. Hier wollen wir wirklich, dass man dann auch wirklich nur Assets teilen kann, die wirklich lizenzrechtlich noch immer aktiv sind, da wo wir eine aktive Lizenz haben, und sicherstellen, dass die wirklich nur diese Assets geteilt werden. Ich könnte hier ein Valid Until zum Beispiel für eine Woche kann dieser Download Link aktiv sein, und so kommen wir wirklich weg von diesen anderen Drittparty-Tools, wie zum Beispiel WeTransfer etc., die sind alle toll, aber sie sind nicht versioniert, sie haben keine Lifecycle-Management auf das Asset etc. Wenn ich jetzt hier reingehe, könnte ich jetzt auch Sunglasses, sagen wir mal, wir haben Sommer-Campaign, und hier finde ich jetzt mein Asset, könnte natürlich jetzt runterdrillen, wenn ich in so ein Asset rein schaue als End-User, sehe natürlich die Originalinformationen, habe jetzt aber von meinem Super-User gleich die Möglichkeit bekommen, das in verschiedenen Größen herunterzuladen. Und hier stellt mein Super-User, mal der MJ, wieder sicher, dass ich konsistent bleibe. Also hier schon das richtige Format für Facebook, Instagram. Es gibt verschiedenste Größen, die man hier anteasern kann. Das ist total euch überlassen, die sind auch nicht limitiert. Oder verschiedene File-Formate hier auch drinnen. Ich habe hier verschiedene Metadaten, die ich noch habe, zum Beispiel Valid Until etc. Also ich kann jetzt schon sehr, sehr viel machen. Wenn ich jetzt hier wieder raushüpfe, habe ich natürlich auch die ganzen, digitalen Komponenten, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Die zeige ich jetzt noch gar nicht ganz, die ganzen beliebten UI-Patterns, die wir natürlich auch hier in der Dokumentation jeden Platz haben müssen, weil ich sage mal, digital ist ein Großteil der Marke und der Marken-Touchpoints und wird oftmals wirklich vergessen, sage ich mal. Genau, also es ist so dieser erste Teil, den MJ auch angesprochen hat. Erstmal brauchen wir so ein Fundament, wo wir die Dokumentation jetzt wirklich haben, wo wir wissen, das sind jetzt approved Assets, mit denen wir arbeiten dürfen, mit denen allen arbeiten dürfen. Ich kann natürlich auch hier, es geht vielleicht jetzt ein bisschen weit, aber ich zeige es euch mal ganz kurz, weil ich das ist eine meiner Lieblingsfeatures zum Beispiel, das ist etwas, das MJ hier angesprochen hat. Ich kann hier jetzt wirklich sehr granular Berechtigungen setzen. Das heißt, ich könnte jetzt verschiedene Teile nur für verschiedene Gruppen zur Verfügung stellen. Und das ist richtig powerful. Also da kann ich jetzt wirklich Leute nur auf Teilbereiche dieser Guidelines einladen, die dann nur wirklich Teilbereiche sehen, die sie wirklich sehen sollen. Und so kann man sehr granular dann wirklich steuern, wer was sieht. Um vielleicht hier gerade noch ein Beispiel zu machen von letzter Woche. Wir haben mit einer Agentur zusammengearbeitet, einer externen, die für uns ein Video erstellen wollte. Und ich kann dann halt wirklich hingehen und überlegen mir dann, okay, die Leute brauchen Zugriff auf unsere Video-Guidelines, müssen verstehen, wie unsere Videos ausschauen, ein bisschen Look and Feel kriegen, aber auch Zugriff haben auf B-Roll-Material, also gewisse Shots, die wir schon gemacht haben hier im Office. In diesem Case ging es ein bisschen um Employer-Branding. Und wir haben schon extrem viel Videomaterial, also möchte ich Ihnen das auch zur Verfügung stellen. Dann vielleicht noch ein Logo oder so, das Sie dann einsetzen können, quasi in das Videomaterial selbst. Und da kann ich Targets zum Beispiel sehr gut nutzen für. Cool. Danke. Ja. genau, das ist jetzt so der erste Teil, wie gesagt, die Dokumentation. Der zweite Teil, den MJ erwähnt hat, ist, und dafür navigiere ich jetzt mal kurz raus in meine Projekte. Ich kurz zur Erklärung, wo ich jetzt bin, damit ich euch hier nicht verliere.
Ich bin jetzt in meinem Brand Space bei Frontify. Wenn ihr eben mit Frontify arbeitet, ihr habt so die Marke, so das höchste Hierarchiestufe, ihr könnt dann in der Marke rein navigieren. Ich bin hier in unserem Monobrand und da könnt ihr Guidelines erstellen. Das haben wir jetzt gerade angeschaut, diese hier. Und dann haben wir Projekte und Libraries. Ich bin jetzt im Projektbereich, also das heißt, wir haben jetzt die Dokumentation einmal kurzzeitig abgeschlossen und jetzt wollen wir wirklich ein Projekt erstellen. Und ein Projekt kann wirklich alles sein, eine 1-zu-1-Kollaboration zwischen MJ und einer Agentur, diesem Videoproducer zum Beispiel. Oder es kann auch wirklich ein wirkliches Programm oder Projekt sein, das ihr hier abhandeln wollt, wie zum Beispiel ein Megaprojekt, Website-Relaunch zum Beispiel. Und hierzu können wir doch gleich mal, oder wir machen mal die Facebook-Campaign. Ich muss einfach einen Namen geben für ein Projekt, wenn ich ein neues Projekt erstelle. Ich basiere es auf einem Set von Guidelines, das ist immer wichtig, weil wir greifen dann immer wieder zurück auf diese Guidelines. Ich nehme hier mal eine Projektrolle an und basiere das Ganze auf einem Workflow-Template. Und auf dieses Workflow-Template komme ich gleich nochmal zu sprechen. Wenn ich dann so ein Projekt kreiere, das war es dann auch schon, also mehr ist es nicht. Es ist jetzt so, obwohl das Projekt auf dem Guideline basiert, ist es nicht so, dass jeder jetzt automatisch, der auf die Guidelines Zugriff hat, auf das Projekt Zugriff hat. Das heißt, ich würde mir jetzt hier wirklich meine Projektorganisation individuell nochmal erstellen. Dafür lade ich mal den MJ ein. Wie gesagt, kann auch hier externe Mitarbeiter einladen, wie zum Beispiel diese Video Producer-Firma. Ich kann hier eine Message hinterlegen. Ich vergebe dann eine Rolle. Jede Rolle hier, diese vier Rollen, ist an ein Permission-Set geknüpft. Das heißt, je nachdem, welche Rolle ich einnehme, habe ich verschiedene Rechte im Projekt. Hier speziell ist die Reviewer-Rolle, die wirklich nur auch Reviews machen darf, wie der Name so schön sagt, und auch freigeben darf. Ich sage jetzt mal, MJ darf ein Editor werden. Und ich könnte jetzt auch hier, wie du vorhin schon erwähnt hast, wirklich jetzt Access auf die Guidelines auch geben, könnte dich einer bestimmten Gruppe zuordnen, wie du es bei dem Videoproducer gemacht hast. Und der sieht dann nur diese Bereiche in den Guidelines, die er sehen soll. Wie gesagt, kann ich auch hier temporären Access wiedergeben. Wie gesagt, da musst du dich nicht drum kümmern, dass du den wieder rausschmeißt nach 2 Monaten, wenn das Projekt vorbei ist. Das wäre so eine Möglichkeit. Wir können das Ganze auch über Gruppen steuern natürlich, damit die ganze User Management ein bisschen einfacher wird. Mhm. Was? Und vielleicht noch etwas bei den Guidelines ist auch extrem cool, weil wir haben noch eine weitere Rolle, das ist der sogenannte Übersetzer oder Translator. Okay, ja, wir machen jetzt alles auch multisprachig, also wir sind momentan Englisch und ein bisschen Deutsch unterwegs, es kommen weitere Sprachen jetzt dazu und da macht es dann Sinn, zum Beispiel Leute einzuladen, die nur Blöcke in den Guidelines übersetzen können. Und die das dürfen dann auch nur das machen. Und das hilft natürlich auch extrem, da effizient zu bleiben. Cool, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn MJ jetzt eine Einladung zu diesem neuen Projekt hier erhalten hat, was er jetzt machen würde, er würde jetzt gleich mal in die Notifizierungssettings reingehen. Ein Projekt ist ein bisschen anders als Guidelines, die mehr statischer sind. Ein Projekt ist wirklich was Dynamisches mit einem Start- und Enddatum. Und hier kann man jetzt wirklich, was du auch vorhin erwähnt hast, so diese ganzen Feedback-Schleifen, die ganzen E-Mail-Flut, die man da jeden Tag in der Inbox haben, kann man hier jetzt starten zu limitieren. Und wirklich zu sagen, je nachdem, wie man arbeitet, ist man mehr da. Proaktive oder reaktive Typ, kann man jetzt hier wirklich auf seine Persönlichkeit zugeschnitten, sage ich mal, die Notifizierung setzen. Wir haben da auch eine super Integration, wir arbeiten sehr stark mit Slack zum Beispiel, ist ein super cooles Chat-Tool. Und da können wir zum Beispiel die ganze Kommunikation oder wir machen es so, handeln wir an einem Projekt, haben wir einen eigenen Slack-Kanal zum Beispiel. Und das ist wirklich etwas, das uns sehr viel effizienter gemacht hat. Wenn ich jetzt meine Projektorganisation hier zusammengestellt hatte, könnte ich jetzt mal anfangen. Hier sagen wir, ich bin jetzt mal Monobrand und du bist die Agentur. Ist das okay für dich? Machen wir so. Dann uploade ich jetzt mal mein Briefing für dich.
das ich hier jetzt uploaden kann. Wie gesagt, ich muss das jetzt nicht mehr rumschicken per E-Mail, sondern MJ wird jetzt automatisch notifiziert. Hey MJ. Zum Beispiel in Slack, falls ich das aktiviert habe. Da ist das neue Briefing. Dann wird sich MJ das hier anschauen, wird hier durchgehen, wird sich das, wenn er Fragen hätte, könnte er jetzt hier Fragen stellen, könnte er jetzt sagen, was ist das, was meinst du damit zum Beispiel. Aber ich habe das natürlich so gut erklärt. Und MJ ist natürlich mega schnell als Agentur, extrem effizient. Einen Tag, genau. Hast du die Antwort und das Resultat. Genau. Er wird jetzt ein paar Folder erstellen mit ein paar Wireframes und er ist eben, wie gesagt, mega schnell, hat schon seine Designs fertig. Und da komme ich jetzt auf den Punkt zurück, was du vorhin erwähnt hast mit diesem Smart Folder. Ich könnte jetzt auf Wireframes einen Status hinterlegen auf den Designs. Das ist, wir arbeiten hier wirklich mit Smart Folder. Und zum Beispiel auf die Designs nehme ich jetzt oder definiere ich den Status Needs Review. Ich könnte hier noch eine Beschreibung geben. Und du kippst jetzt dann hier gleich mal die ersten Designs rein. Jetzt muss ich die nur ganz kurz holen. So, du kippst hier das erste Design rein. Super. Jetzt bin ich wieder notifiziert worden. So, Steffi, die ersten Designs sind fertig. Schau dir das Ganze mal an, ob es dir gefällt. Ich würde hier jetzt rein navigieren und würde mir das mal anschauen und sag mal, oh, super, hat er wieder gut gemacht. Aber wenn ihr euch erinnert zu den Do's und Don'ts über Social Media Posts in den Guidelines, die ich euch vorhin kurz gezeigt habe, war das ein absolutes No-Go. Es ist zu hell hier im Hintergrund. Was ich jetzt kurz machen werde, ich würde das mal kurz hier kommentieren. Ich könnte jetzt hier, wenn es eine größere Projektorganisation ist, so einen App-Menschen machen, wenn ihr hier x Personen drin habt und wisst, wie mir ansprechen wollt, und könnte sagen, please change according to guidelines. Ja, und könnte dieses Feedback jetzt kreieren. MJ wird jetzt natürlich wieder notifiziert. Er wird wahrscheinlich sowieso in Sketch arbeiten. Das heißt, er müsste ja gar nichts mehr hochladen. Wir haben eine native Sketch-Integration. Das heißt, er könnte dieses Artboard und die Source-Files natürlich auch hier ablegen und die Artboards einfach rüber synchronisieren. Ich habe jetzt Sketch hier nicht auf meiner Maschine. Darum muss ich hier manuell raufladen. MJ war jetzt wieder notifiziert über mein Feedback. Er ändert es jetzt kurz in Sketch und drückt einfach nur Save und voilà, die Revision ist dann hochgeladen. Das heißt aber trotzdem, auch wenn man es über diese Sketch-Integration macht, wir haben immer eine volle Time- und Versionierungs-Stamp drauf. Und das ist richtig wichtig, speziell wenn man mit Externen arbeitet, beziehungsweise auch mit der ganzen Nachvollziehbarkeit. Wer hat wann was gesagt, wann wurde welche Version akzeptiert oder nicht akzeptiert, und das ist, macht den Verlauf sehr viel einfacher, glaube ich. MJ kann jetzt, oder ich kann jetzt hergehen und sagen, okay, für mich ist dann okay. Ich könnte noch eine Antwort formulieren, aber ich habe immer, dann verschwindet es auch hier aus meinem Diskussionsboard, ich habe aber immer die Möglichkeit, hier zu den Resolved Items zurückzugehen. Und die ganze Historie wirklich hier anzuschauen. Also ich habe alles immer hier drinnen fix und fertig. Ist vor allem praktisch, wenn man ein bisschen später zu einem Projekt dazustößt oder wenn man halt irgendwie eine gewisse Konversation verpasst hat. Also sage jetzt mal, ich bin eine Woche im Urlaub gewesen. Schön ist wahrscheinlich, wenn man meistens dann irgendwie nicht nochmal schauen muss, was in der Zwischenzeit passiert ist. Aber es hilft trotzdem vielleicht kurz nochmal die Diskussion zu öffnen, nochmal kurz zu schauen, wieso wurde was angepasst. Ja, geht wirklich um die Nachvollziehbarkeit. Super, ja. Nein, und es hilft auch wirklich ungemein. Und viele unserer Kunden, ich habe schon sehr oft das Feedback bekommen, die so arbeiten und wirklich das wirklich zu schätzen wissen, dass das nicht mehr in irgendwelchen eben E-Mails irgendwo versteckt ist und die das raussuchen müssen, sondern wirklich hier klar dokumentiert für jeden proaktiv zur Einsicht dasteht. Ich finde es jetzt super schön. Für mich stimmt es jetzt. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hergehen und ein Approval requesten. Ich könnte das bei meinem Line-Manager, der zufällig auch in diesem Case, genau. Genau, ist, und könnte sagen, bitte, wo bin ich denn?
freigeben. Ich habe es hier auf Englisch eingestellt, natürlich Frontify, natürlich haben wir es auch auf Deutsch, nur zur Sicherheit. Habe das jetzt an MJ assigned. Ich könnte das Ganze auf Completion setzen in meinem Approval-Prozess, den ich euch gleich noch zeige, und könnte ihm sogar ein Due Date geben, bis wann er das Ganze approved haben muss. Ich schicke das dann mal ab. Ich könnte auch nicht nur Approvals anfragen, ich kann auch Feedback anfragen, ich kann Emotional Feedback anfragen, also ich habe hier mehr Möglichkeiten. Wenn ich hier jetzt nochmal einen Schritt zurückgehe in meinen Folder, wo das Design hochgeladen wurde, seht ihr hier auf der linken Seite, habe ich hier auch die Möglichkeit, auf diesen Workflow-Komponente zu gehen. Und hier kommen wir wieder auf das zurück, was du vorhin erwähnt hast, hier wirklich in Prozessen zu arbeiten, zu wissen, wo welches Asset im Prozess liegt, im Freigabeprozess, und wann es dann auch dann in den Guidelines eventuell wieder dokumentiert werden darf, sozusagen. Wir haben hier mit Smart Folders gearbeitet, das heißt, alle Assets, die ich ja in diese Design Folder reingeladen habe, haben automatisch einen Status angenommen von Needs Review. Wenn es der MJ jetzt approved, wird es automatisch in die Approved Lane rüberwandern. Natürlich ist das so eine Art Default Workflow, den wir mal hier definiert haben, aber den könnt ihr natürlich das erste Mal, wenn ihr hier reinkommt, verändern. Ihr könnt hier Lanes hinzufügen, ihr könnt welche rausnehmen, ihr könnt die Farben verändern. Ihr könnt dann zu jeder Lane wirklich einen Verantwortlichen definieren. Das heißt, ich könnte zum Beispiel der Verantwortliche für die Needs Review Lane sein. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Asset hier reinkommt, bin ich verantwortlich, bin ich wirklich in der Bringschuld, muss mich darum kümmern, kann aber hier so repetitive Tasks zum Beispiel, wie zum Beispiel, schau dir nochmal die Rechtschreibung an. Genau, das ist ein großer Punkt. Hilft das Asset auf irgendwie Accessibility, diese Dinge. Ja, die genau. Kann man da ablegen und die kommen dann automatisch auf den Screen in dieser Lane und ich kann die dann abarbeiten. Super, genau. Und die sind sogar, also obwohl ich jetzt der Owner bin, können diese Tasks dann auch an verschiedene Leute angegeben werden. Also wirklich so eine Art Automatisierung an verschiedene Leute, dass diese Tasks dann gleich angestoßen werden. Ihr könnt das Ganze dann benennen als euren Design-Workflow oder wie auch immer, oder Agency-Workflow, und das als Template speichern. Und ihr könnt dann dieses Template wiederverwenden in den Projekten, die ihr danach habt. Und ihr könnt so viele verschiedene Templates haben, wie ihr wollt. Ich weiß gar nicht, wie viele wir haben. Wir haben einige. Wir haben einige, es werden mehr, was auch ein gutes Zeichen ist. Also gewisse, die können wir natürlich wieder konsolidieren zu Standardprozessen. Aber es ist schon so, eigentlich hat verschiedene Assets haben unterschiedliche Workflows, weil sie vielleicht ein bisschen strategischer sind, weil sie vielleicht ein bisschen schneller raus müssen als andere Dinge. Also wir möchten ja auch nicht irgendwelche künstliche Blockaden oder so kreieren. Also ich vertraue zum Beispiel dem Content-Team und dem Social-Media-Team extrem. Also da gibt es mega wenig Approval Processes. Das ist vielleicht mal anders, wenn wir größer sind, aber ich kenne die Leute gut und wir sind sehr gut allein. Also nehme ich da gewisse Schritte raus im Vergleich zu anderen Prozessen. Das ist genau das Schöne daran. Super. Und ich sage auch immer, man kann erst einen Prozess, wie du eben auch gesagt hast, erst effizienter machen, wenn man mal dokumentiert hat und wirklich auf Papier gebracht hat. Und ich glaube, das ist eine der einfachsten Möglichkeiten, einen Prozess zu automatisieren und zu definieren hier in dieser Workflow Engine von Frontify. Genau. Gut, jetzt gehe ich nochmal hier zurück. Sagen wir oder nehmen wir mal an, wir haben diesen Ad jetzt freigeschalten, beziehungsweise der ist jetzt approved, das Design. Du als Agentur hast mir jetzt auch die Source-File hier hochgeladen und ich würde jetzt hergehen im Marketing-Team und würde jetzt ein Template draus erstellen. Und dazu würde ich jetzt die entweder InDesign oder diese Sketch-File hier verwenden, die ihr mir zur Verfügung gestellt habt. Ich nehme einen Schritt hier raus. Und was Frontify, was wir hier machen, ich habe, wie gesagt, weder Sketch noch InDesign auf dieser Maschine. Das heißt, wir arbeiten aber auch mit dem Sketch und dem InDesign-Server. Wenn ich hier jetzt so eine File hochlade, das heißt, Frontify geht jetzt her und spricht mit dem InDesign- und Sketch-Server und konvertiert dieses Template in ein Frontify-Template, in ein für mich editierbares Frontify-Template.
Und das ist etwas richtig powerful. Also das wir jetzt gleich sehen. Dauert manchmal einen Moment. Also ich muss hier nur, ich habe hier die Möglichkeit, entweder ein InDesign-File oder ein Sketch-File hochzuladen. Ich nehme mal ein InDesign-File, Sketch-File für Web, weil wir ja ein Facebook-Ad haben zum Beispiel. Wie gesagt, bei beiden funktioniert es eigentlich gleich. Ich muss das File hier nur hochladen. Wie gesagt, ich habe weder InDesign noch Sketch auf meiner Maschine. Was Frontify jetzt gemacht hat, das sehr schnell gemacht hat, es ist wirklich zum Sketch-Server gegangen und hat dieses Sketch-Template jetzt in Frontify-Template konvertiert. Ich kann es jetzt anschauen. Ich habe die Source-File aber weiterhin hier gespeichert in den Ressourcen. Ich kann hier jetzt reingehen und könnte jetzt anfangen, in den Editiermodus zu gehen, und ich gehe meistens in diesen Layer View, weil ich dann wirklich schön die Layer sehe, die ich auch im Sketch sehen würde. Aber ist immer noch belieben, mehr so, mehr so. Ich kann jetzt wirklich anfangen zu sagen, was sollen meine Leute jetzt verändern dürfen, was nicht. Zum Beispiel, ich kann jetzt auf den ersten Layer gehen, das Bild. Bild ist etwas, ja, das mache ich veränderbar, kann jetzt anfangen, das zu unlocken. Ich könnte jetzt anfangen, das Ganze zu restriktieren. Das heißt, ich könnte hier ein Collection Set von 5 Images haben, die wir jetzt für diese Kampagne genau definiert haben. Ich könnte dann anfangen, die Position zu unlocken oder nicht, Background, die Transparency. Also ich kann hier sehr granular entscheiden, was veränderbar sein soll, was nicht. Ich lasse es jetzt mal nur beim Image, und ich sage mal, Sie sollen vielleicht noch hier diesen Text verändern dürfen. Hier habe ich auch wieder das Typeface, das wieder zurückgreift. Hier kommt wirklich alles zusammen. Hier greift es wieder zurück auf die Typografie, die wir definiert haben in unserem Style Guide. Hier sind die Farben, die wir zum Beispiel hier definiert haben in den Guidelines, die ich jetzt erlauben dürfte, es vielleicht erlaube, Colors machen kann oder nicht. Aber ich sage jetzt mal, nee, Sie dürfen hier nicht viel machen. Ich mache hier mal sehr restriktiv das Ganze. Und wenn ich dann soweit bin, würde ich das Ganze publishen. Und ich würde das Ganze jetzt Facebook-Campaign, F9, oh, 19. Sorry, im Zeitpunkt bin ich hier ein bisschen. Ich könnte hier noch die Kategorie anpassen, damit es mehr suchbar ist, wenn man sehr viele Templates zur Verfügung stellt, und könnte das Ganze jetzt publizieren. Und das war's schon eigentlich. Jetzt der nächste Schritt. Jetzt gehe ich hier mal nochmal ein Stück raus. Jetzt sind wir wieder in meiner Projektansicht. Jetzt muss ich an eure Fantasie ein bisschen appellieren, weil Zeitrestriktionen wird es nicht erlauben, dass ich mich jetzt nochmal kurz auslogge. Aber lasst uns mal sagen, ich bin jetzt ein Marketing Communications Mitarbeiter neu bei der Frontify in New York. Im New York Office wollte ich schon immer arbeiten. Und ich habe ein neues Projekt, und ich will zum Beispiel einen Facebook-Post Post-NY kreieren. Wieder das gleiche Spiel, um ein Projekt zu organisieren. Ich könnte jetzt Leute darauf einladen, aber was ich jetzt machen will, ich will wirklich eine Publikation kreieren. Natürlich, wenn ich keine Super-User-Rechte habe, würde ich das Template ja gar nicht sehen, aber ich klicke mal auf Publikation. Und würde jetzt mal auf diesen Ad gehen, den wir gerade erstellt haben, und würde das ganze Facebook New York nennen. Kreiere das Ganze mal. Super. Wenn ich jetzt als Nicht-Super-User in diesen Layer View reinschaue, sehe ich auf einen Blick, was ich jetzt verändern darf und was nicht. Das heißt, mein Super-User MJ, erlaubt mir, dass ich das Bild verändere, und das mache ich doch jetzt gleich mal. Und habe jetzt wirklich,
hier meine ganzen Media-Assets. Ich habe es jetzt mal ja nicht restriktiert. Das heißt, ich habe jetzt wirklich alle freigegebenen Assets hier zur Verfügung und kann mir jetzt hier eins aussuchen. Und da hatten wir ja vorhin das Sunglasses zum Beispiel, das wir vorhin angeschaut haben, könnte das jetzt wieder verwenden. Und so greift wirklich alles ineinander hier jetzt mit diesem Publisher-Tool von Frontify. Ich verwende dieses Image jetzt mal. Schaut jetzt noch nicht so schön aus. Können wir das jetzt ein bisschen reinkroppen zum Beispiel. Und voilà, dann sieht doch das schon super aus. Ich könnte jetzt noch das Ganze verändern in Autumn oder was auch immer oder New York oder wie auch immer verändern und könnte das Ganze dann downloaden. Ich habe hier die verschiedenen Möglichkeiten natürlich in PNG und JPEG. Wenn ich mit InDesign arbeite würde, wenn ich das Ganze downloade, würde Frontify wieder zum InDesign-Server zurückgehen und dann die wirklich print-ready, fully-bled-Version, PDF-Version mir zurückbringen. Ich könnte auch hier statt dem Download-Button nochmal Request-Approval-Button haben, dass das Ganze nochmal in Loop laufen soll, dass einfach nochmal jemand... Für größte Unternehmen. Genau, ja. Ja, und so kann ich wirklich jetzt, ich meine, es gibt so viele Use Cases, wie wir jetzt auch, wir haben unsere Visitenkarten, das ist ein großes im Printbereich oder Lokalisierung zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, diese White Papers etc. Oder diese Fact Sheets, die man oft mal hat, dass man wirklich die lokalisieren kann mit der Partneradresse oder mit der lokalen Adresse, vielleicht mit der anderen Sprache und das Ganze dann im Self-Service machen kann, trotzdem aber noch konsistent bleibt. Und ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr, sage ich, ja, powerful Value, den wir hier bringen. Ja, genau. Also für mich, wie gesagt, ist das jetzt so ein bisschen das Highlight, auch noch der Publisher, der neu zur Familie gestoßen ist, weil, wie du sagst, alles zusammenkommt an diesem Punkt. Ich glaube, schlussendlich gibt es noch x weitere Möglichkeiten, wo wir jetzt Frontify nach und nach einsetzen werden, auch in-house nochmal mehr. Also eben hier geht es dann auch darum, clevere Templates zu erstellen, die eben flexibel genug sind, um auch einem Publisher-Case gerecht zu werden, dass wir das Tool auch wirklich an allen Orten nutzen können oder eben auch gewisse Workflows, wo wir ganz ehrlich sein müssen, die wir noch nicht so gut benutzen oder noch nicht so ganz ausgereift sind, wo man dann aber eben schön immer wieder sieht, okay, da hat das nicht funktioniert. Braucht es nochmal eine Lane dazwischen? Reicht es, einen Task hinzuzufügen, um halt wirklich da auch nochmal besser zu werden? Genau. Cool. Und ich freue mich, weil es macht wirklich, wirklich Spaß, es selber zu machen. Man weiß es mittlerweile, oder? Man hat ein bisschen Selbstkontrolle, man kann es effizient bleiben, man kann es wirklich machen, wann man es gerade machen soll oder will. Aber man hat auch die sag ich mal, den Rückhalt, dass man konsistent bleibt, weil man muss sich keine Sorgen drüber machen. Ja, das war es schon wieder von unserer Seite. Wir haben hier... ich glaube, für Fragen haben wir jetzt keine Zeit mehr. aber wir nehmen die alle offline und wir beantworten alle, jede einzelne One-to-One mit euch natürlich, für euch. Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht. Wie gesagt, wir haben noch kurze Werbung in eigener Sache. Genau, wir haben dieses Brand Reboot Webinar Upcoming, das ist natürlich richtig cool werden wird, wo wir dann auch diese ganzen Dinge zeigen können, wie MJ erzählt hat, mit dieser Text Library, die wirklich das Leben extrem einfach macht, dieser Dokumenten Library, die Upcoming ist. Also kommt wieder rein, schaut auf die neue Webseite, meldet euch an zum Upcoming Webinar und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei sein werdet. Mhm. Cool. Danke fürs Zuschauen und einen ganz schönen Tag. Von mir auch. Tschüss. Danke. Ciao.